Zuschauerin, lieber Zuschauer, ihr lieben Freunde, heute möchte ich ganz besonders die Zuschauer in Holland, in Belgien und Luxemburg begrüßen und euch allen für eure Treue danken. Seien wir doch mal ganz ehrlich, das Wort Abfall vom Glauben ist ein hartes Wort, ein hässliches Wort und es wird oft missverstanden. Seit den frühesten Tagen der Gemeinde ist dieser gigantische Kampf gegen die Apostasie, den Abfall vom biblischen Glauben, ein wichtiges Thema. Eine Anzahl von neutestamentlichen Briefen wurde geschrieben, um verschiedene Formen der Irrlehre an den Pranger zu stellen und das Herz der Gläubigen dafür zu sensibilisieren und so den Abfall vom biblischen Glauben zu verhindern oder doch zu bremsen. Aber in der letzten Zeit tritt der tatsächliche Abfall vom biblischen Glauben immer deutlicher in den Blickpunkt des Geschehens. Säkularismus und Humanismus haben die Fähigkeit eingeschränkt, das Böse und Falsche zu erkennen, selbst in seinen stärksten Ausprägungen und ganz entschieden dagegen vorzugehen. Folglich können wir feststellen, dass das biblische Christentum sowohl von außen als auch von innen angegriffen wird. Von außen sind es oft Atheisten, Säkularisten und Humanisten, die ein gnadenloses Trommelfeuer auf alles Biblische abgeben. Im schlimmsten Fall wird die unfehlbare Bibel als Märchenbuch für Kleinkinder abgetan. Von innen heraus, aus der Gemeindemitte, sind es zuerst die liberalen Theologen und eine Vielzahl von Irrlehren, die die biblische Lehre und ihre Grundsätze verurteilen, leugnen oder an den Zeitgeist anpassen. Der Angriff von innen, das ist das wirkliche Herz der Apostasie, des Abfalls vom biblischen Glauben. Es wirkt wie ein Krebsgeschwür und breitet sich krebsartig aus. Das ist das wirkliche Zentrum des Abfalls vom Glauben, dass ein Teil des Wortes Gottes ans menschliche Denken angepasst wird, außer Kraft gesetzt wird, indem behauptet wird, dass es nicht mehr aktuell, sondern veraltet ist und dem modernen Menschsein nicht gerecht wird. Dabei sind Abgefallene solche Leute, die ihren Glauben an das Wort Gottes bekennen, aber gleichzeitig sich zum Richter aufspielen, indem sie Teile der Bibel als nicht mehr zeitgemäß verwerfen. Mir scheint, dass sie in Wirklichkeit Christus als das fleischgewordene Wort Gottes nie wirklich gekannt, sondern sich lediglich zu ihrem christlichen Glauben bekannt haben. Lesen wir einen Bibeltext, Hebräer 6, die Verse 4 bis 8. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wiederkreuzigen und dem Spott aussetzen. Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt,
so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. In diesen Versen begegnet uns eine der furchtbarsten Warnungen der Heiligen Schrift. Der Autor des Briefes spricht von Menschen, die einmal erleuchtet worden sind. Er macht deutlich, dass der Fall ein angenommener Fall ist. Der Autor spricht davon, dass es unmöglich ist, einen Abgefallenen vom Glauben wieder zur Buße zu erneuern, weil ein Abgefallener quasi Jesus zum zweiten Mal kreuzigt. Ein weiterer Bibeltext, Hebräer 10, Vers 26 und 27. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Im Neuen Testament haben Abgefallene stets zwei Dinge vorzuweisen: eine falsche Lehre und eine gottlose, sündhafte Lebensweise. Oder anders ausgedrückt, Abgefallene, vom Glauben Abgefallene, glauben an das Falsche und sie verhalten sich falsch. Sie geben vor, den Gott der Bibel zu kennen, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Fehlerhafte Menschen korrigieren den unfehlbaren Gott. Solche vom Glauben Abgefallene sind sehr oft in der sichtbaren Gemeinde und bleiben dort auch. Andere leugnen den Glauben und verlassen die Gemeinde. Die in der Gemeinde Bleibenden sind aber schlimmer zu beurteilen, weil sie die Glaubensgrundlage in der Gemeinde untergraben können. Dieser Vorgang ist weit verbreitet und zieht sich durch viele Denominationen und ihre Ausbildungsstätten. Die komplette Lehrgrundlage der Gemeinde wird in einem atemberaubenden Tempo verändert. Auch die Bibelschulen sind schon davon betroffen. Die gesunde biblische Lehre ist wie ein letztes Stückchen Eis, auf dem die Gemeinde noch steht, das aber langsam wegschmilzt, wenn Jesus nicht sehr bald wiederkommt. Die moderne Technik und die damit aufkommende Bloggerwelt ist ein fruchtbarer Boden für zweifelhafte und teuflische Lehren, die den Abgefallenen regelmäßig neue Munition liefern. So behauptet die Chrislam-Bewegung, dass Christentum und Islam den gleichen Gott anbeten, obwohl der Islam die Gottheit Jesu Christi stets leugnet. Es ist inzwischen Realität, dass in vielen Gemeinden nicht das wirkliche Evangelium gepredigt wird, sondern eine an den veränderten Zeitgeist angepasste Soft-Variante. Der Gottmensch Jesus wird ersetzt durch den Nur-Menschen Jesus, der auch nicht von einer Jungfrau geboren wurde, sondern von einer jungen Frau. Dass er nicht sündlos war, nicht für uns am Kreuz hing und starb, nicht von den Toten auferstand, die Erlösung auch nicht allein durch sein Sühneopfer zu bekommen ist und dass es stattdessen viele Wege zum Himmel gibt und dass er nicht in wenigen Jahren zurückkommt, sondern irgendwann in der fernen Zukunft, wenn die Gemeinde durch ihren Eifer die Welt für Christus bereitet hat. Das wird als Eschatologie der Hoffnung verkauft, obwohl die einzige wirkliche Hoffnung für uns die baldige Wiederkunft Jesu ist und natürlich die Entrückung zu ihm hin. Die Unfehlbarkeit der Bibel wird genauso geleugnet und es wird behauptet, dass es wichtige und unwichtige Teile in der Bibel gibt
und dass man die unwichtigen Teile der Bibel getrost ignorieren kann. Sie lehnen die biblischen Maßstäbe für ein gottesfürchtiges Leben ab und akzeptieren Homosexualität sogar unter Gemeindeleitern. Dabei nimmt die Intensität dieser antibiblischen Bewegung ständig weiter zu. Das muss sie auch, damit die Ankunft des Antichristen vorbereitet werden kann. Das, was wir im letzten Jahrzehnt an Abfall vom biblischen Glauben gesehen haben, deutet darauf hin, dass wir den Auftakt erlebt haben vom allerletzten großen Abfall vom Glauben, der das Ende des Gemeindezeitalters in die unmittelbare Zukunft rückt. Der Abfall vom Glauben, so wie wir ihn heute erleben, ist also ebenfalls ein untrügliches Zeichen der Endzeit, wie wir schon so viele gesehen und erlebt und beschrieben haben. Diese Apostasie übertrifft alles, was es in 2000 Jahren Kirchengeschichte schon gegeben hat, bei Weitem. Auch wenn es immer noch schlechter geht, fällt es mir schwer zu glauben, dass es noch schlimmer kommen könnte mit der moralischen und theologischen Misere, die wir in den letzten 50 Jahren und vor allem in der letzten Dekade erlebt haben. Jetzt scheinen wir unmittelbar vor dem letzten großen Abfall vom Glauben zu stehen. Und je näher wir dem Ende sind, desto intensiver wird der Kampf. Die Gemeinde Jesu sieht sich einer Krise gegenüber, wie sie sie noch nie zuvor erlebt hat. Die betroffenen Menschen machen es Adam und Eva nach, indem sie die Wahrheit des ewigen Wortes Gottes in Frage stellen. So funktionieren wir Menschen. Wir nehmen die biblische Wahrheit in unsere eigenen Hände und stellen Teile der dort geoffenbarten Wahrheit in Frage, um unser Glück außerhalb von dem zu suchen und zu finden, was unser liebender Abba-Vater uns gegeben hat. Wir glauben, wir müssten uns anpassen an unsere Zeit und ihre stark veränderten moralischen Gepflogenheiten. Wir glauben, dass wir dazu berechtigt sind und Gott uns dennoch auf die Schulter klopfen wird. Wir können uns nicht vorstellen, dass Gott anders handelt. Gott passt sich doch, so denken wir, der veränderten Denkweise der Menschheit an. Das denken viele von uns. Es macht mich doch so glücklich, so und in dieser Weise von Gott zu denken. Und es tröstet mich so sehr, so von ihm zu denken. Damit haben wir die richtigen Argumente auf unserer Seite. Das denken wir doch. Doch genau das ist falsch und führt in den Abgrund, direkt in den Abgrund. Wie kann das ewige Wort Gottes in Jesus Christus Fleisch geworden von sündhaften Menschen in Frage gestellt werden? In diesem Sinne, liebe Freunde, möchte ich mich von euch verabschieden. Ich weiß, das, was wir hier heute besprochen haben, ist hart, härter, am härtesten. Und doch bleiben wir dran. Ich möchte euch gerne zum Schluss mit dem aaronitischen Segen segnen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.